ドラえもんのび太の牧場物語大自然の王国とみんなの家So, heute möchte ich Doraemon, ich glaube das heißt so, Doraemon Story of Seasons, Friends of the Great Kingdom, die Demo spielen. Die ist auch seit einem Monat, glaube ich, verfügbar. Auf der PS5 wird das Ganze gespielt und Endnutzer-Lizenzierungs-Vereinbarungs-Gedöns müssen wir akzeptieren. Sonst können wir das ja gar nicht spielen. Ja. So, mal gucken. Ich glaube, das ist sowas wie Stardew Valley, bloß Asian Style. Joking. Ja, ich bin mal gespannt, was für ein Game das ist, tatsächlich. Sieht aber sehr vielversprechend aus. In der Demo-Version erhältst du Gegenstände, auf die du erst später im Spiel zugreifen kannst. Einige Ereignisse und Funktionen weichen außerdem ab. So, nice to know. ねえ。お。ありがとう。よし。Was du in der Demo tun kannst. Willkommen zu Doraemons besonderer Farmleben-Demo. In der einwöchigen Demo beginnst du gleich mit allen Werkzeugen und einigen nützlichen Apparaten. Sobald du etwas erntest, kannst du es in der Kiste beim Haus einwerfen und verkaufen. Mit dem Erlös kannst du Möbel und mehr Saatgut kaufen. Okay. Wenn du mal nicht weiter weißt, kannst du einfach die Aufgabenliste anschauen, um einen Tipp zu erhalten. Im Königreich wie Valoa kannst du viele Bewohner treffen und kennenlernen. Okay, also fast so wie ja, halt Stardew Valley und Animal Crossing. Tatsächlich. Kann man jetzt mit den Schnacken... Hey, schubst mich alle weg. Das Kinderspiel, das wäre leichter bei meiner Mutter am Laden zu arbeiten, okay? Los! Brauchst du Hilfe, Giant? Ist schon zur Stelle. Okay. Die Liste aktualisiert sich die ganze Zeit. Okay, ich weiß nicht, wie lange ich das Game spielen werde. Huch. Ach, das ist hier unser Bett tatsächlich dann. Was ist denn unsere Aufgabenliste tatsächlich? So, raus. Nein! Oh,
Okay, wir haben jetzt Giant an unserer Seite. Aber das sieht echt cool aus mit den. Also, fast so wie in der Serie tatsächlich. Kühlbox öffnen, okay. So, da könnten wir ein paar Sachen reintun. Wahrscheinlich Wachstum von Lebewesen, ein Freund aller Bauern. Huch, was habe ich denn jetzt gemacht? Kassenbuch, Handbücher. Du kannst den Kassenbuch der abgelieferten Waren in alle Handbücher einsehen. Okay. Kochbuch führt alle von dir zubereiteten Gerichte auf. Okay. Huch. Oh, das lebt ein bisschen. WWW-Kiste. Ich glaube, hier sind auch viele Anspielungen von der Serie. Also lief sie überhaupt in Deutschland? Das weiß ich gar nicht. Tatsächlich. Oder ist es eher wirklich so ein Asienbereich bekannte Serie? Weil ich kenne sie tatsächlich nicht, Doraemon. Oder du. Ja, Doraemon, ne? Story of Season. Pflanze von Samen bis zum Pflanzen, Doppelpunkt, ne? Ja, vom Samen bis zum Verkauf. Du kannst ein Werkzeug benutzen, indem du es im aktuell angelegte Werkzeug für den mittleren Objektslot unten auf dem Bildschirm angezeigt. Mit L1 und R1 kannst du zwischen den Objektslots wechseln. Die blaue Markierung erscheint, wenn du das angelegte Werkzeug einsetzen kannst. Drücke dann Dreieck, um es zu benutzen. Okay, ja. Anbauen, um Pflanzen anzubauen zu können, musst du Unkraut, Zweige und Steine entfernen. Jo, Steine kannst du mit Sichel entfernen, mit X, Bäume, Zweige und Axt schlagen. Jo, eigentlich, das übliche Pflügen kannst du mit Hake, also, ne, Saatgut kannst du pflanzen. Drücke auch wieder mit Dreieck. Pflanzen wässern, lege das auch mit Dreieck. Okay, beim Gießen schrumpft der Balken, wenn er leer ist. Musst du die Kanne wieder auffüllen? Ja, das kennt jeder. Gehe zu einem See oder einem Wasserquelle und drücke drei. Also, ja, simpel. Mal schauen. Legst alles, was du in der Kasse legst, wird täglich um 18 Uhr verkauft, ja. Freunde, was ist das denn? Mit Freundschaftssystem können Freunde, die bei Nobita leben, ich glaube, der Hauptcharakter, und ich glaube, Doraemon ist der Blaue, ich weiß es aber jetzt nicht, liefern wir ein Gespräch mit der Freundin und sollte zusammengehen. Ja, das habe ich ja jetzt gemacht. Ich gehe ja jetzt mit Giant. Also, ja, da ist er. Farm Nobita. Oh, cool. Ich denke mal, hier kann man auffüllen oder angeln. Was haben wir hier? Kiste. Ah, hier ist die Kiste, die wir, wo wir Sachen verkaufen können. Was hast du da? Schreck mich doch nicht. Ja, ich hab dich doch gar nicht angeklickt. Willst du was für Kleingeld verkaufen? Jo. Nee, eigentlich wollte ich damit craften. Können wir hier wechseln? Altes Hammer. Okay, kann man schon große Sachen hier zerstören? Nee, ne? Nee, okay. Alte Sichel. Lebt denn der alte Sichel noch? Kann man denn. Hey!
Hey! Ja, toll, eigentlich wollte ich ein Viererfeld machen, aber jetzt wird das ein Zahl nach der 5 Feld. So, die Chor ändern, okay. Okay, ich muss sagen, das ist schon ziemlich cool. Du kannst das Aussehen deiner Farm nach Belieben anpassen, dekorieren für deine Farm. Kannst du in der Werkstatt kaufen. So änderst du Farmdekor, auswählen, ein kleines Schuppenhaus untersuchst. Jo, okay, das ist ziemlich cool. Ich meine, noch können wir ja, glaube ich, nichts designen, weil was sollen wir designen? Oh, okay, das ist weird. So jeba. Ja, da habe ich mir ja den richtigen ausgesucht, wa? Aber wir sollen doch jetzt nicht das ganze Feld hier bestellen, sozusagen, oder? Weil das ist halt ein bisschen viel, tatsächlich. Ach, ich habe die ganze Zeit Rübensaat dabei. Ach so, habe ich ja gar nicht gesehen jetzt hier. So. Was wird unsere ersten? Kann er, geht er jetzt Wasser holen? Das wäre cool. Natürlich geht da nichts holen. Naja, dann muss ich das machen. Ich hoffe, das geht. Jo, okay. Ich hoffe, die wachsen jetzt auch, ne? Rübensaat, weil ich habe die im Inventar gehabt. Ich hoffe, das klappt jetzt. Los! Okay. Okay, der Giant. Lustiger Dude. Oh, großer Altverwandt. Oh, kann man auch Tiere haben? Ah, wer kennt sie nicht? Kranke Alpakas rennen automatisch, wenn sie krank ist, zum Viehhandel wieder zurück. Das ist ja in AL auch nicht anders. Kein Futter da, aber wir müssen ja kein Futter geben, weil wir haben ja erstmal nichts. Kein Tier, was wir befüttern können. Das ist Hühner, okay. Okay, ich mach's mal ein bisschen schneller. Also ich lies das nicht vor, ich lies nur so einzelne Teile vor. Oh, ein Pferd! Weil ich weiß leider nicht, wie lange die Demo jetzt eine Woche geht oder Ingame eine Woche. Ich denke mal Ingame eine Woche. Deswegen würde ich gerne alles mitnehmen, was man so kriegen kann hier. Achso, ich dachte eben, dass das Pferd redet mit uns. Okay. Aber echt süß gemacht, ne, muss ich sagen. So, ja, Anime, Comic? Ja, Comic würde ich nicht sagen, ne? Aber so Fernsehen-Style, würde ich sagen. Gefällt mir. Oh, sind die gewachsen? Nee, ich glaube nicht. Hä, warum habe ich 2 Leben verloren? Was habe ich gemacht? Zum Mixmax. Was? Zum Mixmax-Bach gehen? Okay, gehen wir mal zum Mixmax-Bach.
Nani? Habe ich das jetzt hier Assassin's Creed-like gerufen? Wo ist das? Ach, ich glaube, der verarscht mich nur. Oh, auf ihm. Ah, da ist das Pferd. Kann ich damit reiten? Nee. Sag mal, mach nicht so, Alter. Nein, das arme Pferd. Ach so, passiert ja auch nichts. Hä? Okay, das ist echt cool gemacht. Ich meine, heute wird wahrscheinlich großartig nichts passieren. Aber, bisschen so umgucken und so ist schon ziemlich cool. Aber ich glaube, ich gehe mal wieder zurück, weil sonst verlaufe ich mich hier tatsächlich. Oh, hier ist der Mix Max Bach. Meine Herren. Die Entwickler haben sich da auch drin, ne? Oh, was haben wir hier? Okay, komme ich wohl nicht rein. Kommen wahrscheinlich nur die ganz Kleinen rein. Kann man da auch die Straßenschilder lesen? Tatsächlich, okay. Zitterspitze, Sternregen, Observatorium, okay. Aber... Ja, nehme ich mit, ja, nehme ich mit. Kann man sich da auch hinsetzen? Nee, ne? Tatsächlich. Ja, moin. Was für ein cutes Spiel, wa? Okay, das ist echt cool, ja. Das ist wirklich, also, ja, eine Mischung aus allem, würde ich sagen. Animal Crossing, Stardew Valley. Gefällt mir. Ich würde gerne da gehen. Nee. Was ist das denn jetzt? Okay, also wir haben keine automatische Kamera. Kann ich jetzt hier Pokémons fangen gehen? Warte mal. Also wenn man jetzt hier Pokémons, ne, Alter. Nee, Pokémons kann man hier leider nicht fangen. Oh, warte mal doch. Da leuchtet was. Habe ich da gesammelt? Streifenmuschel? Oh, was ist an dem da auf? Ah, so wechsle ich das mit R2, okay. Okay. Nein. Streifenmuschel. Okay. Cool. Halligal Platz, okay. Cool. Also das ist echt cool. Aber man kann nicht überall sitzen, okay. Okay, aber ich glaube, ich habe mich erfolgreich verlaufen. Und, Farm werden... Huh! Lumis? Warst du nicht vorhin in Farmhaus? Jo, tatsächlich. Omas Obstgarten. Zeiten Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag. 9 bis 13 Uhr, 14 bis 20 Uhr. Okay, also geschlossen, ja. Natürlich... Jetzt ist geschlossen, wo wir da sind, wahrscheinlich, oder? Konnichiwa! Wo
ら、いらっしゃい。あんたはのび太ちゃんだね。Oh, wie cool, die haben jetzt auch noch Synchronsprecher. Das ist ziemlich cool gemacht. So, da kedo, doushite boku no koto o shitteiru no? Okyaku-san ga iroiro hanashite kureru n da. Nobita-chan tachi wa machi ichiban no yuumeijin da yo. Yoso no hoshi kara kita kodomo tachi datte ne.噂通り、見た目はイリマ族とほとんど同じなんだね。イリマ族？知らないかい？この町には4つの種族の人がいるんだよ。ライトちゃんたちはイリマ族。私みたいに鼻や耳が尖っていて、植物が大好きなのはミスト族さんね。へえ、おばあさんとライトは種族が違うんだね。おっと、自己紹介もまだなのに長々と話してしまってごめんね。私はポムって言うんだよ。違う星はわからないことも多くて、いろいろ大変だろ。困った時はいつでもこのポムばあさんに相談してちょうだいな。大したことはできないかもしれないけど、力になるからね。ありがとう。なんてことはないさね。年寄りの一人暮らしは寂しくてね。のび太ちゃんがうちに来てくれれば私も嬉しいや。そうだ、時間があるならうちでお茶でも飲んでいかないかい？うちの果樹園の果物で作ったお菓子をごちそうするよ。お菓子？わーい、やった！でも美味しかった。ごちそうさまでした。美味しく食べてくれてありがとうね。このお菓子、ポムさんの果樹園で採れた果物を使っているんだっけ？そうさ、私が大事に育てたんだよ。のび太ちゃんは牧場に泊まっているんだろ？だったら牧場にうちの果樹を植えてみたらどうだい？果樹？季節によって違うけど、リンゴの木やらレモンの木やら桜や竹の苗木なんかも売っているや。苗木をうちで買って畑に植えれば、牧場でも果物を収穫できるようになるや。へえ。ま、気が向いたら商品を見ていっておくれ。果樹やポムポムをごひいきにね。うん、よろしくね、ポムさん。Okay. Bei der Oma können wir uns Samen besorgen für unsere Farm. Aber tatsächlich weiß ich gar nicht, wo unsere Farm mehr ist. ich weiß nicht, ob ich wie lange die Folgen gehen. Also ich weiß nicht, wie viele Folgen es kommen werden oder wie viel ich davon spielen werde. Aber ich würde sagen,Okay, Schmetterling kann man nicht fangen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge werde ich mir wahrscheinlich einen Obstbaum kaufen, aber ich weiß nicht, ob sich das noch lohnen wird, weil ich weiß nicht, ob der Frühling am nächsten Tag zu Ende ist. Ich würde eher sagen, dass wir in der nächsten Folge das Farmhaus wieder aufsuchen werden und gucken, ob die Rüben gewachsen sind. Das wäre eine Idee auf jeden Fall.